Wenn ich euch so anschaue, wenn ich mich so anschaue, dann sind wir doch eigentlich alle nur Gollums, die vor ihrem Gott sitzen. Mein Gott. Und dabei fürchterliche Rückenschmerzen kriegen und wir bewegen uns viel zu wenig. Zwischen Kaffeeautomat, Kaffeemaschine, Rechner, ungesunder Schreibtischstuhl, Monitor viel zu niedrig. So diese ganzen Geschichten und dann kriegen wir Rücken. Und das tut fürchterlich weh. Und dann wissen wir nicht weiter und quälen uns. Und das Leben ist so hart und mühsam. Ja. Robin hat ein Rezept dagegen. Robin hat die letzten Jahre Physiotherapie studiert in Heidelberg. Ist sowieso schon immer ein sehr sportlicher Mensch gewesen. Und hat ein Händchen. Magst du dich bitte zum Rand setzen? Das hat einen Sinn. Aus Gründen. und ich kenne ihn halt eben von, ich knete mal deinen Rücken, ich mache mal Dinge und plötzlich, wow, das tut nicht mehr weh. Also er hatte ein gewisses Maß an Kompetenz. Ich habe ihn hijacken, ich habe ihn nerd-snipen können, hier einen Rückenvortrag zu halten. Er weiß also, wovon er spricht. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird, was er mit euch machen wird, was er mit uns machen wird. Es wird anschließend noch ein bisschen Q&A geben, wo ihr vielleicht eure Wehwehchen oder whatever loswerden könnt. Ansonsten Applaus für Robin. Und dann gehen wir anschließend alle ohne Rückenschmerzen aus dem Saal raus, hinterher. Habt Spaß. Hoffentlich. Gut, ich will erstmal Hallo sagen. Ich bin Robin, wie ihr schon gehört habt. Und jeder von euch hatte schon mal Rückenschmerzen oder hat gerade Rückenschmerzen oder immer wieder damit zu tun. Das Ganze kommt oft von einer Haltung, wie sich die hier zeigt. Der Mensch hat sich über die Evolution aufgerichtet. Jetzt gehen wir wieder nach unten. Aber das wird mit der Zeit auch wieder besser. Ich bin Physiotherapeut, wie schon angesagt, und kümmere mich größtenteils meines Alltags eigentlich um Rückenschmerzen anderer Leute. Deshalb freue ich mich erstmal, dass ihr heute so zahlreich hier aufgetaucht seid und ihr dürft heute auch ein bisschen mitmachen. Also, wir versuchen euch alle so als Gruppe etwas zu therapieren. Wir gehen zuerst auf ein paar Rückenschmerzen ein und gehen dann weiter durch. Genau, Sarah hat es mir schon weggenommen. Wer bin ich, dass ich euch was über Rückenschmerzen erzählen kann? Ich bin Physiotherapeut, ich habe die letzten Jahre Physiotherapie studiert, habe mich viel mit Rückenschmerzen und anderen Schmerzen beschäftigt und bin dadurch zu vielen Punkten gekommen. Ich bin auch Gamer. Ich habe lange Zeit sehr, sehr viel vor dem PC gesessen. Also 12 Stunden, 14, 16 Stunden am PC sind keine Fremdwörter für mich. Und war dadurch dann auch eine Zeit lang Rückenschmerzpatient. Hatte öfter mal Probleme und gerade in meiner Pubertät her war ich noch gar nicht so sportlich und hatte dadurch auch sehr viele Probleme. Ihr hört es ein bisschen raus, es wird auch um Sport gehen. Weil Sport tatsächlich für jeden wichtig ist. Auch während der Studienzeit verbringt man viel Zeit vorm PC und hat da auch seine Probleme. Physiotherapie stellt man sich oft so vor. Tatsächlich sind wir inzwischen sehr stark davon abgekommen. Physiotherapie sollte heute nicht mehr so aussehen, weil man auch weiß, man kommt nicht mehr voran. Das heißt, meine Behandlungen entsprechen heutzutage eher so einem Bild. Das heißt tatsächlich, ich kann mich entspannen, ich stehe neben dran, sage euch, was ihr zu tun habt. Witzige ist, eure Schmerzen werden trotzdem besser und es hält länger, als wenn wir das davor machen. Also, heute möchte ich auf vier verschiedene Lokalisationen von Rückenschmerzen eingehen. Jeder davon habt ihr vielleicht schon mal gespürt oder nur einzelne davon. Dabei möchte ich auf die verantwortlichen Strukturen eingehen. Was löst die Schmerzen aus? Man muss immer wissen, was die Schmerzen macht, ansonsten kann man sie nicht anständig therapieren oder behandeln. Mit der Qualität der Diagnostik steigt und sinkt die Qualität der Behandlung. Dann auch, wie entstehen diese Probleme? Wie kommen die Strukturen dazu, dass sie sich Probleme machen oder dass sie überhaupt Probleme bereiten? Und dann zu guter Letzt natürlich zu jedem Thema, was können wir tun? Nochmal kurz für Neuankömmlinge, rutscht bitte etwas nach außen. Später dürft ihr alle mitmachen, damit die Kameras das dann gut sehen können. Also bitte Richtung außen aufrutschen. Dankeschön. Wir möchten erstmal auf die wahrscheinlich häufigste, neben dem Lendenwirbelschmerz auftretende Schmerz im Rückenbereich eingehen. Das ist die Nackensteifheit. Man kennt es, man dreht den Nacken nach rechts, nach links, es tut weh, es ist fest, es will sich alles nicht richtig bewegen, es zieht gerne mal in den Kopf rein. Und jetzt ist die Frage, wo kommt das Ganze denn her? So, das Ganze ist für Nerds gestaltet und deshalb gehen wir auch noch mal etwas drauf ein. Das ist die Folie mit dem meisten Text, keine Sorge, es wird danach weniger.
Die typische Nackensteifheit ist wirklich die, die entsteht oft durch lange Phasen der Inaktivität. Das heißt, ganz klassisch ist diese Haltung und der Kopf bleibt hier hängen. Dadurch vermindern wir die Durchblutung der Nackenmuskulatur und Stoffwechselabbauprodukte sammeln sich an und die Muskulatur fällt in so eine Art Kampfmodus, um noch irgendwie mitzuhalten, weil sie einfach nicht die Nährstoffe bekommt, um die Arbeit zu verrichten, die sie eigentlich verrichten sollte. Dann kann das Ganze auch einfach mal recht einfach therapiert werden mit einem häufigen Haltungswechsel. Kommen da total gut voran, häufiger Haltungswechsel, man fällt halt immer hier rein. Ich kenne es gerade vom Zocken, man ist konzentriert, man kommt immer näher zum Bildschirm, lehnt sich immer näher rein und irgendwann fällt einem auf, boah, es zieht ganz schön. Cervicogene Kopfschmerzen sind Kopfschmerzen, die aus dem Nacken kommen. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. So, hier haben wir nochmal die schöne Körperhaltung. Was uns dabei auffällt, ist natürlich eine Überdehnung der vorderen Halsmuskulatur. Ihr könnt es alle mal ausprobieren. Wenn ihr zu Hause mal versucht, einen Sit-Up oder einen Crunch zu machen oder einen Kopf zu halten, merkt ihr eigentlich, das ist ganz schön schwierig, den Kopf zu halten. Ein Kopf wiegt auch so grob 6 Kilogramm. Und deshalb ist es gar nicht so einfach. Man kommt hier nach vorne, dadurch versteift sich Muskulatur. Wir haben auch die Problematik mit der Minderdurchblutung und wir haben eine Dauerbelastung. Eine Dauerbelastung für genau die Kopfmuskulatur. Die habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen. Die Kopfmuskulatur ist dafür verantwortlich, den Kopf hier in ganz kleinen Bewegungen anzusteuern. Das Witzige ist, die wird von den Augen gesteuert. Das heißt, was ihr alle machen dürft, ihr dürft euch mal einen Finger auf den Hinterkopf legen, oben, und dann streckt ihr euren Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule nach oben. Das heißt nicht, wir schieben das Kinn hier nach unten, sondern in der Verlängerung der Wirbelsäule nach oben. Wenn ihr hier oben seid, schaut mal mit euren Augen von rechts nach links. Versucht euren Kopf dabei nicht zu bewegen. Was euch vielleicht auffällt, es geht verdammt schwer bis gar nicht, weil diese Muskulatur von den Augen gesteuert wird und dafür verantwortlich ist, dass unser Visus arbeitet. Ihr seht, die ist zwischen dem ersten, zweiten Halswirbel aufgespannt und dem Schädel. Das heißt also, wenn wir in so einer Position sind, haben wir Riesenprobleme, diese Muskulatur zu bearbeiten oder dass sie überhaupt arbeiten kann. Wenn Muskeln schon angenähert sind, können sie sich nicht mehr anständig zusammenziehen, nicht mehr korrekt arbeiten. Dann kommt auch noch Druck drauf, weil wir hier drin hängen und die Durchblutung wird vermindert. Und gerade die Durchblutung ist das nächste Thema. Wie kommt man damit jetzt weiter? So, jetzt wird es ein bisschen mehr anatomisch noch. Was ihr hier seht, ist die hintere Hirnarterie. Die läuft hier durch die Wirbelsäule durch. Ihr seht da die einzelnen Wirbelkörper. Es geht noch runter bis an den Brustkorb, also T1 bis T3, die Brustwirbel. Das Ganze kommt hoch und ihr seht diese Atlasschleife, die da angedeutet ist. Die Atlasschleife dreht sich also einmal um den vorderen Halswirbel rum. Wenn wir permanent den nach vorne schieben, ihr seht, wie die liegt. Das ist jetzt ein Anteil vom Hinterkopf, das ist das Kleinhirn und hier hinten ist das Sehzentrum. Dann quetschen wir diese Arterie. Und das bedeutet, unser Gehirn wird weniger mit Blut versorgt. Weniger Blut fürs Gehirn, wir wissen alles, Blut braucht viel Sauerstoff. Das Gehirn muss viel arbeiten, ihr wollt viel Denkarbeit. Und ihr werdet auch im Kopf langsamer, wenn ihr lange Zeit vorm PC sitzt und diese Haltung einhaltet. Also müssen wir da irgendwie den Druck rausholen. Der entsteht ja auch durch die davor genannte Muskulatur. Und ihr seht, es versorgt vor allem unter anderem das Sehzentrum. Das heißt, ihr seht schlechter mit der Zeit. Wenn ihr vom PC aufschaut, merkt ihr oft, eure Augen können sich nicht richtig fokussieren auf Dinge, die weiter weg sind, weil es sich jetzt auf eine Länge eingeschossen hat. Und auch das Gleichgewicht nimmt Schaden dadurch. Dieser Kopfschmerz entsteht dabei. Also, was kann ich tun? Nummer 1, das werdet ihr immer wieder sehen, Anpassung des Arbeitsplatzes. Wir gehen am Ende des Vortrags darauf ein, wie ihr das macht. Aber ihr müsst aus dieser Haltung rauskommen. Das heißt nicht, dass ihr permanent nur aufrecht da sitzen dürft und nur noch so. Davon kriegt ihr auch Schmerzen. Jede Haltung, die ihr konstant haltet, macht Schmerzen. Der Körper ist gebaut, um sich zu bewegen. Wenn ihr euch nicht bewegt, kriegt ihr ganz einfach Probleme. Unter anderem Durchblutung, Stoffwechselprodukte, alles drum und dran. Auch der Muskel, der nur halten muss, verkrampft. Ihr dürft nochmal eure Schädel nach oben heben. Gebt hier den Druck und versucht wirklich den Hinterkopf nach oben. Versucht diese Haltung zu halten und euren Kopf nach links zu drehen, nach rechts zu drehen, ohne nach vorne reinzukippen. Dabei solltet ihr merken, das ist eigentlich relativ anstrengend, vor allem wenn man es ein paar Mal macht. Ihr könnt das Ganze verstärken, indem ihr einen Punkt anfokussiert, nehmt euch einen auf der Leinwand oder schaut mich an, ist mir egal. Und
Fokussiert diesen Punkt an und dreht euch so lange, bis ihr diesen Punkt nicht mehr sehen könnt. Und nur bis dahin. Dabei merkt ihr auch, die kleine Nackenmuskulatur hier direkt unterm Schädel wird angestrengt. Wenn wir diese Muskulatur nämlich kräftigen, dann ist sie in der Lage, länger Arbeit zu halten, einer aufrechteren Position zu arbeiten. Das entlastet die Arterie, das entlastet aber auch die Nerven, die vom Gehirn kommen und die ganze große Nackenmuskulatur verspannen. Ja, den Trapez hier oben, den kennen wir alle. Tut gerne weh, ist hier steif, aber das ist gar nicht das Problem. Durchblutungsförderung in der Nackenmuskulatur ist generell ein großes Thema. Was machen wir dafür? Tatsächlich ganz einfach 30 Mal die Schultern hochziehen. Alle mal bitte mitmachen. Ihr dürft auch gerne versuchen, die nach hinten zu rollen. So macht ihr es gleich noch besser. Und nach 10, 15 werden die meisten von euch merken, es wird langsam echt anstrengend. Spätestens nach 20 hören die meisten meiner Patienten auf, weil sie einfach nicht mehr können und merken, oh, das zieht richtig. Und das ist in Ordnung, weil auch der Trapez hat das Problem der Minderdurchblutung und genau den wollen wir damit fördern. Die nächste Übung, auf die wir eingehen, ist relativ einfach. Ihr nehmt eure Handflächen, dürft gerne alle mal aufstehen. Die Handflächen zeigen bitte nach vorne und ihr zieht die hier nach hinten, richtig nach hinten. Will nicht, dass ihr so macht, lasst die Hände lieber weiter unten. So, dass ihr richtig merkt, das zieht da hinten zwischen den Schulterblättern. Dann wieder vorkommen und zurück. 10, 15 Mal. Das ist ein einfaches Übungsprogramm. Ganz, ganz einfach. Könnt ihr auch zu Hause machen, könnt ihr vom PC machen, wenn ihr merkt, ich werde steif. Einfach aufstehen, mal das machen. Ihr merkt es zwischen den Schulterblättern. Wichtig ist, die Handflächen zeigen nach vorne. Sobald ihr die Handflächen umdreht, dreht sich auch der Schulterkopf und ihr habt nicht mehr den gleichen Effekt. Wer möchte, darf dabei auch versuchen, seinen Schädel hochzuschieben, um aus der Schildkrötenhalshaltung rauszukommen. Sehr gut. Und ihr dürft euch wieder setzen. So viel erstmal zu der Nackenmuskulatur. Bis ihr eure hochzervikale Nackenmuskulatur auftrainiert habt, dauert das eine ganze Weile. Das heißt, das kriegt ihr nicht auf einmal hin. 4 Wochen locker. Aber ihr könnt durch diese Durchblutungsübungen könnt ihr relativ schnell Schmerz lindern. Vor allem, wenn ihr in dieser verkrampften Haltung seid und ich denke, es bewegt sich gar nichts mehr. Das nächste, was auftaucht, ist ein Schmerz zwischen den Schulterblättern. Der taucht ziemlich genau hier auf. Den habt ihr bestimmt auch alle schon mal gehabt. Das hat damit zu tun, dieser Muskel, der Rhomboideus major, der untere von denen, die da vom Schulterblatt zur Wirbelsäule ziehen, der wird ständig bearbeitet. Der hat ständig Zug drauf. Das heißt also, wir hängen hier vorne drin, dadurch kommt das Schulterblatt nach vorne und der Muskel kriegt Zug. Dann wird immer an dem gezogen und gezogen und gezogen. Und jedes intelligente Stück Fleisch, Muskel, wenn das immer Zug kriegt, macht den hier und krampft zu. Das heißt, früher oder später kriegt ihr da Schmerzen und denkt euch, ah, das geht einfach nicht weg, es tut weh, was soll ich machen? Einfache Sache. Wir haben hier wieder unsere Standardposition und dann haben wir hier nochmal ein etwas genaueres Bild darauf, wie das Ganze entsteht. Der schwache untere Trapezius. Gleiche Übung können wir genauso mittrainieren. Verspannung zwischen den Schulterblättern, über die wir gerade geredet haben. Es geht darum, dass die Schulterblätter immer weiter nach vorne wandern und der große Brustmuskel sich verspannt, verkürzt und wir dadurch gar nicht mehr hier vorne rauskommen. Wie kriegen wir das Ganze jetzt also aufgedehnt? Wie kommen wir da überhaupt wieder raus? Wir nehmen uns einen Türrahmen. Ich hoffe, jeder von euch hat zu Hause einen Türrahmen. Es ist ein Trainingsgerät, an das man recht gut rankommt. Genau. Ihr legt den kompletten Unterarm, wie auch auf der Zeichnung, auf diesen Türrahmen, macht einen Schritt mit der gleichen Seite nach vorne und dann macht ihr bitte nicht das. Das machen alle meine Patienten, Klassiker. Oh, es dehnt ja überhaupt nicht. Ja, spann mal deinen Bauch an und dreh dich da mal gegen. Dadurch entsteht hier Spannung. Der Brustmuskel ist ein Fächermuskel. Das heißt, er liegt genau so. Wenn ihr weiter nach oben geht, kommt die Dehnung weiter unten an. Wenn ihr weiter nach unten geht mit dem Arm, kommt sie weiter oben an.
Wenn ihr nur die Hand auflegt und versucht euch zu dehnen, kommt die Schulter hier nach vorne und ihr habt keine Dehnung, aber ihr schädigt eure Kapsel, wenn ihr das zu lange haltet. Also immer den Unterarm auflegen, keine große Sache, kriegt man recht gut hin. Die ganze vordere Muskulatur zieht uns nach unten. Da gehen wir auch noch gleich drauf, welcher Muskel uns da direkt runterzieht. Und das hier ist einer der größten Faktoren. Dafür dürft ihr auch gerne die Arme zur Seite nehmen und dann nach oben bringen. Und versucht die Ellbogen so weit wie möglich nach hinten zu drücken. Ja, nach hinten drücken die Ellbogen. Ja, macht mal so ein paar Versatzschritte, genau, stellt euch seitlich. Die Kameramänner freuen sich. Schön die Hände hoch, genau. Ellbogen nach hinten drücken, richtig die Ellenbogen nach hinten. Da merkt ihr auch nach ein paar Mal, es wird ganz schön anstrengend im Nacken und zwischen den Schulterblättern genauso. Hier vorne kommt Zug drauf. Für die Leute, die es gut hinkriegen, stellt eure Hände mal so auf, fangt an dabei zu hacken. Jetzt wird es koordinativ interessant. Jeder, der sich fühlt, als hätte er jetzt einen Schlaganfall. Richtig. So, wieder runterlassen. Auch wieder Übung. Könnt ihr allesamt zu Hause machen. Ihr braucht kein Trainingsgerät und könnt einfach alles machen. Es braucht kaum Zeit. Es dauert nicht lang, 10, 15 Mal, macht eine Minute Pause, macht das Ganze 2 bis 3 Mal. Eure Schmerzen sollten schon deutlich besser werden. Euer Rücken wird es euch danken, wenn ihr hier rauskommt. Weil wie viele Leute kennt ihr, die nicht nur vom PC so sitzen, sondern immer so rumlaufen? Und die kommen hier gar nicht mehr raus. Macht der Hals natürlich auch den. Und ihr müsst hier rauskommen, das ist die verkürzte Rückenmuskulatur. Wenn ihr da rauskommt, kann eure Wirbelsäule wieder anständig arbeiten in der Doppel-S-Kurve. So, Schmerzen am Übergang zwischen Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule. Der Schmerz am Übergang zwischen der Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule. Wir haben mehrere Muskeln, die da reinspielen. Es gibt einen Muskel, den hat man vielleicht schon mal gehört, der Erector Spinae, also Wirbelsäulenaufrichter. Das ist nicht ein Muskel, das ist eine Muskelgruppe. Der setzt sich aus dem blauen Spinalis, dem gelben Longissimus und dem Iliocostalis zusammen. Klingt alles kompliziert, heißt nur, geht von der Hüfte an die Rippen oder geht an den Wirbel, an der Wirbelsäule entlang. Richtig. Was der also macht, der richtet einfach die Wirbelsäule auf. Der wird aber gerne überlastet. Das heißt, hier an diesem Übergang habt ihr Schmerzen. Das tritt vor allem auf bei vielen stehenden Tätigkeiten. Gibt ja nicht nur sitzende Nerds. Ihr arbeitet auch mal. Ihr versucht irgendwo zu arbeiten. Ihr seid es vielleicht nicht unbedingt gewöhnt, steht 8 Stunden und hinterher denkt ihr euch, boah, scheiße. Geht gar nicht, versucht euch nach vorne zu beugen, fühlt euch steif, es tut weh, es tut alles weh, ihr schlaft drüber, es tut immer noch weh. Und dann ist jetzt auch wieder die Frage, okay, was ist der Grund dafür? Dieser Muskel ist einerseits oft zu schwach. Ja, aber die Wirbelsäule ist nicht die einzige stabilitätgebende Struktur im Rücken oder im Rumpf, wenn man es genauer nimmt. Das ist ein Bauchmuskel, den habt ihr vielleicht noch nie gesehen. Man kennt den Sixpack-Muskel, der läuft hier vorne rum. Der sieht toll aus, aber der bringt uns tatsächlich recht wenig. Das ist der Transversus Abdominus, der geht hinten von der Wirbelsäule bis vorne wieder zusammen. Dadurch kriegt ihr so eine Art Tonne. Ja, der macht so einen Rand und man nennt es tatsächlich den Cola-Dosen-Effekt. Obendran ist nämlich euer Zwerchfell, es macht einen Deckel drauf und unten der Beckenboden. Und wenn ihr euch auf eine Cola-Dose draufstellt, könnt ihr draufstehen, obwohl das nur ein bisschen dünnes Plastik, nee, Aluminium ist. Jetzt haben wir es. So. Sobald die aber eine Delle kriegt, bricht sie sofort zusammen. Das gleiche gilt auch für den Transversus. Wenn der schwach ist, brecht ihr hier gerne zusammen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir den trainieren, damit der uns hier eine Tonne bildet, wo wir uns auch drauf stützen können und nicht nur alles auf der Wirbelsäule tragen. Weil auch olympische Gewichtheber, die Wirbelsäule ist nicht ausgelegt, um 300 Kilo oder 360 Kilo über den Kopf zu schmeißen. Das kann die nicht, da platzen die ja alle Bandscheiben, sofort weg. Die müssen das trainieren. Olympische Gewichtheber, Beckenbodentraining. Super Sache, ist immer spannend. Die haben da riesen Spaß dran. Aber wir müssen das trainieren, um der Stabilität zu geben. Das heißt, wenn ihr steht, wenn ihr viel hebt, wenn ihr arbeitet, dann ist es wichtig, diesen Muskel auch zu trainieren. Wie trainiert ihr den jetzt? Weil man kriegt den schlecht angesteuert. Legt euch mal eure Hände auf den Bauch, hier so mittig, da wo der Sixpack-Muskel ungefähr läuft. Der läuft hier so parallel und jetzt drückt mal euren Rippenbokel, also die Rippen hier, richtig zur Hüfte hin. Und dann merkt ihr, wie der sich anspannt, wie der hart wird. Ja? Das wollen wir nicht.
also ihr bleibt mit den Händen drauf und merkt, ob der hart wird, der soll nämlich nicht arbeiten. Und jetzt zieht ihr mal leicht euren Bauchnabel nach innen, ohne dass der hart wird. Und dann merkt ihr auch hier an den Seiten, könnt ihr mal euren Daumen hinlegen, locker lassen, macht das alles den da. Genau, das ist der Transversus, der arbeitet. Der ist oftmals sehr, sehr schwierig anzusteuern. Jetzt müssen wir es noch mit dem Beckenboden kombinieren, um da wirklich Stabilität zu kriegen. Ein paar von den Frauen könnten es kennen, die meisten Männer haben vermutlich noch nie was davon gehört. Die einfachste Beckenbodenübung dürft ihr alle im Sitzen machen, jetzt wird es witzig. Stellt euch vor, für die Männer, eure Hoden machen einen Abgang nach oben. Stellt euch vor, ihr zieht die nach oben und ihr fahrt damit Aufzug. Stufe 1, 2, 3, 4. Versucht das mal. Einziehen, hochziehen, noch ein Stück, noch ein Stück. Und dabei entsteht immer mehr Spannung, unter anderem im Bauch. Transversus spannt sich dabei auch automatisch an. Beckenbodentraining ist also essentiell. Für die Frauen, der Damm, der so gerne reißt bei einer Geburt, der geht in dem Fall nach oben. Stellt euch vor, der fährt Aufzug. Alle bitte einfach mal üben. So ein paar Mal hochfahren, wieder runterfahren. Ich gebe euch dafür ein bisschen Zeit. So, wieder im Erdgeschoss angelangt, dürft ihr jetzt wieder eure Hände hier drauflegen. Ja? Die Daumen etwas an der Seite und zieht euren Bauchnabel etwas rein. Das muss keine starke Spannung sein, dann arbeitet direkt wieder der große Sixpack-Muskel. Wir wollen kein Sixpack, wir wollen stabil sein. Ranziehen und dann fangt ihr an, Aufzug zu fahren. 1, 2, 3. Und dann merkt ihr auf einmal, wie viel Stabilität da reinkommt. Der Muskel spannt sich hier richtig an und dann lehnt euch mal nach vorne, während ihr diese Spannung haltet. Und da kommt richtig Kraft rein. Jetzt hätte ich gern einen Freiwilligen, der kurz hochkommt, um was zu demonstrieren. Wer will, du darfst. Komm her. So. Genau. Wie heißt du? Florian. Florian. Ja. Super, Florian. Stell dich mal bitte so zum Publikum und streck deine Arme aus. Mach einen Abgang. Ja? Spann mal deinen Transversus an. Ja? Bauchnabel. Jetzt den Beckenboden hochfahren. Viel mehr Stabilität. Vor allem auch der Rücken. Passiert gar nichts. Ich kann jetzt hier 10, 20 Kilo Druck geben und es bleibt stabil. Wenn ihr also schwere Dinge heben wollt oder auch irgendwo hochstellen, darfst wieder da raus, alles gut, ist es ganz wichtig, dass ihr diesen Muskel mit anspannt, um euren Rücken zu schonen, vor allem wenn ihr es nicht gewöhnt seid, schwere Dinge zu heben. Wenn ihr es gewöhnt seid, macht die Muskulatur drumherum das so ein bisschen, okay, ja, dann passiert nicht so viel, aber wenn ihr das wisst und damit umgehen könnt und aktiv versucht hier, okay, ich muss jetzt was heben, schwere Kiste, Autoreifen, sonst was, okay, Aufzug fahren. 1, 2, 3. Bauchnabel rein. Zack. Autoreifen hochstellen. Das müsst ihr am Anfang sehr bewusst machen. Das geht irgendwann ins Unterbewusste über und klappt dann auch besser. Das ist euch vielleicht einen Moment peinlich, aber es sieht ja niemand. Also das ist das Gute daran. Dass hier die Schrumpfhoden den Abgang machen, ist ja nicht schlimm. Alles gut. Dadurch die Spannung aufbauen. Florian hat es, glaube ich, gemerkt, was für einen Unterschied das macht. Ihr dürft euch jetzt alle, wenn ihr einen Partner habt, mal kurz hinstellen und genau das, was ich mit Florian gerade gemacht habe, mal machen. Stellt euch mal hin, einer streckt die Arme aus, ihr drückt einfach mal die Arme runter. Und dann macht ihr das Ganze nochmal mit der Spannung. Probiert es einmal mit und einmal ohne Spannung. So, machen wir mit dir nochmal, komm. Ja, einmal ausstrecken, ohne die Spannung halten. Halt die Arme schon ein bisschen hoch. Ja. So, jetzt halt. Fahr mal Aufzug, Bauchnabel rein. Merkst du den Unterschied? Ja? Genau. Prima. Ansonsten Beckenbodentraining super für Schwangerschaftsrückbildung, genauso den Transversus könnt ihr auch machen, falls ihr schwanger werdet oder danach eher. Nächstes Thema, der klassische Kreuzschmerz, der hier unten,
Der liegt gerne gürtelartig an, tut weh, strahlt in die Beine aus, macht sonst was. Und jetzt die Frage, okay, wo kommt der jetzt her? Wir sind ja von oben nach unten gegangen. Das wird auch das größte Thema. Hier haben wir einen meiner Lieblingsmuskeln, der Musculus iliopsoas. Das ist eine Ansicht von vorne aufs Becken. Und ihr seht, wie der da nach oben hochläuft und vorne an den Beinen ansetzt. Der macht genau das hier. Der zieht das Bein hoch. Ja? Das Problem ist, der setzt hier hinten an der Wirbelsäule an. Das heißt, wenn das Bein statisch ist, zieht er die Wirbelsäule hier nach vorne. Und jetzt haben wir unsere Arbeitsleute, die hocken die ganze Zeit so da. Dann stehen sie auf, gehen ins Bett und irgendwann merken die, ah, meine Wirbelsäule kommt immer weiter nach vorne und irgendwann laufen die Leute so rum. Scheiße. Es muss bei euch noch nicht so ausgeprägt sein, ich demonstriere die Sachen gerne etwas größer, aber es zieht immer wieder da rein, immer wieder da rein. Und gerade große Schritte oder Treppe hochlaufen macht riesen Rückenschmerzen. Dann ist dieser Muskel verkürzt und er zieht eure Lendenwirbelsäule nach vorne. Was können wir denn da jetzt machen? Einfache Sache, wenn der das Bein nach vorne zieht, wenn man es genau nimmt in so einer Außenrotation, dann stellen wir unsere Ferse etwas nach hinten, drehen das Knie nach innen und gehen hoch. Wir können hier einen Ausfallschritt machen, tiefer rein und dann könnt ihr das auch mal ausprobieren. Jeder darf mal einen Ausfallschritt. Fuß nach hinten und dann schiebt eure Hüfte nach vorne und dann merkt ihr erstmal noch nichts. Weil ihr voll im Hohlkreuz drin seid, da zieht der ja hin. Spannt mal euren Bauch an. Jetzt darf der Sixpack-Muskel arbeiten. Pobacken zusammenquetschen, Bauch anspannen, zieht ruhig euren Bauchnabel auch noch dazu rein. Auf einmal kommt hier eine Spannung an. Spannung wie blöd. Rücken nach hinten rausschieben. Andere Seite mal noch dazu. Bei mir zieht die Seite mehr. Jeder hat seine Schokoladenseite, deswegen mache ich Bilder von da. Und auch hier locker lassen. Ich hoffe, ihr habt es alle gemerkt. Wenn nicht, dann seid ihr gut gedehnt. Herzlichen Glückwunsch. Der tut also weh, wenn wir sehr viel in der Sitzhaltung sind oder wenn wir generellen Bewegungsmangel haben. Genereller Bewegungsmangel tritt vor allem bei Parkinson-Patienten auf und bei faulen Menschen. Also, ihr müsst euch mehr bewegen. Das wird hier immer wieder auftauchen. Ist auch schon immer wieder aufgetaucht. Ihr müsst euch bewegen, auch in der Freizeit. Freizeitsport ist eigentlich eine essentielle Funktion. Solltet ihr alle machen. Wer nicht mindestens einen Sport als Hobby hat, sollte sich eigentlich einen suchen. Weil es gibt tatsächlich Sport für jeden von euch. Jeder findet irgendeinen Sport, der einem Spaß macht. Es gibt heutzutage in Deutschland alles, vom klassischen Federball zu ich spiele Rugby und hämmer jemandem die Beine weg. Jeder, worauf er Lust hat. Ich kann auch Kraftsport machen, ich bin großer Freund von Kraftsport, aber das muss man sich anschauen. Genau, was tun? Na, da sind wir schon durch. Aber das war erstmal nur die Dehnung. Was kann man noch machen, um der Sache entgegenzuwirken, also in die Aufrichtung zu trainieren? Die Po-Muskulatur. Was die Po-Muskulatur macht, sie richtet den Oberkörper auf. Das macht die. Die hängt hier an den Beinen und am Becken und dann macht die das da. Wenn wir die also trainieren, wirken wir der Sache genau entgegen. Wie können wir die trainieren? Kniebeugen. Ganz einfach Kniebeugen. Wenn euch die normalen Kniebeugen zu leicht sind, macht ihr die auf einem Bein. Macht das erstmal auf einen Stuhl, dann könnt ihr da weiter runtergehen, macht es mal aufs Sofa, dann wird die Sache interessant. Und zu guter Letzt versucht mal auf den Boden runterzukommen. Ist auch für eure Bewegungsreichweite gut. Wenn ihr nicht hier runterkommt, in die klassische Russenhocke, Eistee, Wodka, dann habt ihr verkürzte Muskulatur. Oftmals auch hier an den Schienenbeinen, dass ihr nicht weit genug runterkommt, die Wade ist zu kurz. Es wirkt sich alles ein, aus. Genau. Man kann es auch mal ausprobieren, wenn man möchte. Wir haben hier unser erstes Exemplar. Er muss arbeiten, aber jetzt kommt er runter. Ja. Und wirklich mit dem Po richtig bis zum Boden runter. Richtig runter, richtig runter. Versucht mal, eure Fersen stehen zu lassen. Ja. So setzt ihr euch bitte vor euren BMW und hört Hard Bass Adidas. Das Kreuzheben ist eine andere schöne Übung. Das könnt ihr nur im Fitnessstudio machen, nur mit Gewicht. Das Wichtige daran ist aber, dass es hier über das Becken geht und die Hüfte sich sehr stark bewegt. Die meisten Leute machen den da.
ja, wenn ihr euch hebt. Versucht lieber, wenn ihr etwas hochhebt, mit dem Po nach hinten zu gehen und nach vorne zu kommen. Wenn ihr die Bewegung nicht hinkriegt, und die meisten von euch werden das nicht hinkriegen, stellt eure Fußspitzen irgendwo hoch. Wenn ihr die hochgestellt habt, um 5 cm Erhöhung, kann euer Schienbein nicht mehr nach vorne. Und dadurch müsst ihr mit dem Po runter. Und dann kommen viele von euch wahrscheinlich erstmal nur bis hierhin. Macht's den da. Abgang nach hinten. Probiert es zu Hause. Stellt eure Füße irgendwo hoch auf eine Dachlatte oder was ihr rumliegen habt. Je nachdem. Irgendwie könnt ihr eure Füße erhöhen. Stellt es auf Bücher. Muss man eh nicht lesen. Wofür gibt es das Internet? Und dann mal versuchen, wie weit ihr runterkommt. Das ist eine super Übung auch. Schon ohne Kräftigung. Ich meine schon ohne Gewicht. Gewicht könnt ihr natürlich dazu nehmen, wenn ihr ins Fitnessstudio geht. Kreuzheben ist die Königsklasse des Gewichtshebens. Nach olympischem Gewichtheben. Aber das ist erstmal nicht im Gesundheitssetting. Das tut eigentlich niemandem gut. Ihr wollt euch nicht die Schulter von einem olympischen Gewichtheber anschauen. Das ist keine schöne Sache. Auch der Transversus stabilisiert die Wirbelsäule, hilft euch dabei, arbeitet unter anderem gegen den Psoas, um die ganze Sache zu verstärken, zu verbessern. Nächstes Thema, Bandscheibe oder keine Bandscheibe? Das ist hier die Frage. Rückenschmerzen. Wie oft habt ihr gehört, meine Bandscheibe ist raus, es strahlt in die Beine aus, es tut so weh, dieser gürtelartige Schmerz, es geht aber nicht weg, immer wenn ich mich nach vorne beuge, tut es weh, Bandscheibe, Bandscheibe, Bandscheibe. Dann gibt es ganz viele MRTs und auf den MRTs heißt es, Bandscheibe ist raus. Okay, die Leute haben Schmerzen, kommen zu mir in die Praxis und sagen mir, hier MRT, 3 Bandscheiben raus, strahlt voll in die Beine aus, es tut mir höllisch weh. Und oftmals ist dieses MRT nichtssagend. Weil wenn wir jede Person hier im Raum nehmen, davon ein MRT vom Rücken machen, wenn wir bei mindestens 80% der Leute Bandscheibenvorfälle finden, aber mindestens 80% dieser Leute haben keine Probleme damit, mit der Bandscheibe. Das kommt oft woanders her. Bandscheiben können Probleme machen. Wie machen Bandscheiben Probleme? Wir haben jetzt hier die verschiedenen Stadien von einem Bandscheibenvorfall. Die intakte Bandscheibe hat hier einen Nucleus pulposus, einen gallertartigen Kern in der Mitte. Und dann müsst ihr euch das so vorstellen, das Band drumherum, das ist wirklich verwrungene Bande, Bandstrukturen, ähnlich wie am Knie, wie ihr das habt, wie eine Kapsel oder auch wie, wenn ihr euch die Achillessehne reißt oder sowas. Das sind alles Bänder. Wenn wir hier eine beginnende Protrusion haben, Protrusion heißt erstmal eine Vorwölbung und der Vorfall ist, wenn es dann wirklich raus ist. Dann fängt es an, sich auszudellen in eine Richtung. Die fortschreitende, dabei dellt es dann schon wirklich aus und drückt zum Beispiel auch schon auf einen Nerv, wie hier. Dann haben wir den Bandscheibenvorfall. Dabei fließt es schon raus und drückt direkt auf den Nerv oder aufs Rückenmark. Und dann haben wir die Sequestration. Das heißt tatsächlich, der ganze gallertartige Kern schwimmt nach hinten raus und ist dann im Nervenkanal unterwegs. Das macht riesige höllische Schmerzen. Das hat keiner von euch, sonst wärt ihr nicht hier. Genau. Also, weiter mit der Bandscheibe. Wie funktioniert jetzt so ein Prolaps, ein Bandscheibenvorfall, sonst was? Das ist eine Wirbelsäule. Von vorne, von der Seite. Das hier ist das Ligamentum longitudinale, also geht einmal der Länge nach. Latein ist einfach. Und da habt ihr ein dickes, breites vorne dran und ein ganz dünnes hinten. Deswegen habt ihr auch nie Bandscheibenvorfälle nach vorne. Weil, merkt man einfach nicht. Sind ja auch keine Nerven. Und weil das so dünn ist, kann die Bandscheibe immer nur nach rechts oder nach links raus. Die geht nie nach hinten raus, weil dieses Band sehr, sehr stabil ist. An den Stellen ist es aber etwas dünner. Das kann man hier von der Seitenansicht etwas sehen. Da greift es so zur Seite raus, aber da ist es einfach dünner. Und dann kann es hier oben drüber raus und kann dann hier auf die Nervenwurzel drücken. Ne? Einen zurück bitte. Ja. Genau. Wenn es also drauf drückt, dann haben wir Schmerzen und immer Ausstrahlungen. Ein Bandscheibenvorfall, der auf Nerven drückt, strahlt immer irgendwo hinaus. Wenn ihr lokale Schmerzen habt, ist es eigentlich nicht die Bandscheibe. Weil dieses Ligament, wenn das ausgedellt ist, das hat keine Nervenenden. Das merkt ihr nicht, wenn das wehtut. Kann ja nicht wehtun. Also, müssen wir von da aus uns die Sache weiter anschauen. Es kommt da also raus, drückt sich raus, wie wir hier gesehen haben, drückt auf den Nerv drauf, der Nerv geht dann ja irgendwo hin. Und wir können diese Nervenausstrahlungen, na, dafür gehen wir noch mal eins weiter, können wir immer zuordnen. Jedes Segment, C ist zervikal, Halswirbelsäule, TH oder T ist die Brustwirbelsäule und L ist die Lendenwirbelsäule. S ist nochmal das Steißbein bzw. Kreuzbein, die Nerven, die da rauskommen. Das heißt, aus jedem Nervensegment, jedem Wirbelsegment, können wir ein Dermatom, ein Hautareal zuordnen, in dem das wehtut. Die häufigsten sind L5 und L4. Die könnt ihr hier sehen, die gehen da an der Seite runter.
runter. Strahlen hinten ins Bein raus, gehen über den Po. Und das ist auch der Grund, warum es meistens unten ist, weil da einfach der meiste Druck drauf ist auf der Wirbelsäule. Oben bewegt sich wenig, Brustwirbelsäule ist der Brustkorb, stabilisiert das ja auch alles nochmal. Genau. Ah ja, genau. Hier, Heilung. Wie lange dauert so eine Heilung bei einem Bandscheibenvorfall? Tatsächlich, bis dieses Ligament wieder voll verwachsen ist und die Bandscheibe wieder zu ist, dauert das 1 bis 1,5 Jahre. Habt ihr jetzt 1 bis 1,5 Jahre lang Probleme damit? Nein. Ihr könnt nach ungefähr 4 bis 6 Wochen eigentlich wieder ziemlich voll belasten. Aber ihr müsst etwas vorsichtig sein. Es kann sein, dass ihr innerhalb dieser 1 bis 1,5 Jahre wirklich noch Probleme da immer habt, die immer wieder auftauchen, die immer wieder wehtun, die immer wieder Schmerzen verursachen. Die Schmerzen der Bandscheibe tauchen vor allem auf, wenn man sich nach vorne beugt, weil die Wirbel so übereinander stehen, man beugt sich nach vorne, dann drücken sie hier rein und schieben die nach hinten raus. Wenn ihr die lindern wollt, schiebt ihr eure Hüfte nach vorne. Macht ihr den da 10, 15 Mal, Schmerzen werden besser, weil ihr die wieder nach hinten schiebt. Schiebt die Bandscheibe wieder rein. Ja, es funktioniert so. Es ist tatsächlich gar nicht so schwer. Und dann müsst ihr langsam aufbelasten, langsam das Ganze wieder auftrainieren. So, was tun? In dem Fall muss ich von einer kompletten Heimtherapie abraten. Wenn ihr wirklich einen Bandscheibenvorfall habt mit massiven Ausstrahlungen, der auch richtig wehtut, dann solltet ihr zum Physiotherapeuten gehen. Hat damit zu tun, bei uns werdet ihr heutzutage in manchen Praxen zwar immer noch viel massiert, aber bei mir zumindest nicht. Bei mir geht es dann um eine Linderung erstmal, das heißt, wir machen Übungen und versuchen das Ganze zu lindern. Und dann geht es darum, langsam die Strukturen wieder aufzubelasten, wieder Belastungsfähigkeit herzustellen, Kraft wieder reinzubringen, damit die ganzen Wirbel, die ganzen Bänder und auch die Muskeln noch weiter arbeiten können, dass das Ganze auch richtig wieder Kraft kriegt, damit ihr auch wieder nach diesen 4 bis 6 Wochen trainieren könnt. Wenn ihr das alleine macht, kann das funktionieren? Muss nicht. Ich würde euch dabei wirklich empfehlen, holt einen Profi dazu, weil wenn ihr noch in der Phase seid, wo es gerade raus ist, könnt ihr auch ein bisschen was falsch machen und dann könnt ihr theoretisch so eine Sequestration provozieren und das wäre scheiße, weil dann müsst ihr operiert werden. Da führt dann nichts mehr dran vorbei. Deswegen unter Aufsicht des Therapeuten Leistungsfähigkeit wieder auftrainieren. Ausstrahlung haben wir. Jetzt noch einen Muskel. Der Piriformis im Fokus. Der Musculus piriformis, der birnenförmige Muskel, der liegt hier mitten im Arsch. Er zieht hier rüber und ihr seht hier schon schön, der drückt auf den Ischiasnerv drauf. Der quetscht den mit dem Beckenknochen richtig zusammen. Jetzt haben wir also oftmals Ausstrahlung, die kommen gar nicht von der Bandscheibe. Das ist typischerweise, wenn die Leute Ausstrahlung in nur ein Bein haben, geht dann bis zum Knie oder tatsächlich ganz runter. Und es sind so stechende Schmerzen, es sind so kribbelnde Schmerzen, es sind teilweise Einschlafsymptomatiken an den Zehen oder im Knie. Dann kann es oftmals der Piriformis sein. Und der Piriformis macht ganz oft Probleme. Er ist für mich die erste Anlaufstelle, wenn die Leute Schmerzen in den Beinen haben. Piriformis-Therapie ist dermaßen effizient, dass es inzwischen bei mir in der Diagnostikbatterie mit drin ist. Das heißt, ich therapiere den an, ich dehne den an, um zu gucken, werden die Schmerzen besser, um meine Bandscheibe auszuschließen. Wie macht man das jetzt, fragt ihr euch. Gute Frage. Ungefähr so. Der Piriformis streckt das Bein nach hinten und nach außen. Das heißt, wir müssen genau das Gegenteil machen. Das Bein muss nach oben kommen, nach vorne, und wir müssen hier eine Rotation drin haben. Wenn wir die Rotation drin haben und das Bein hochnehmen, merken wir erst noch gar nichts. Der Zug am Knie muss zur gegenüberliegenden Schulter kommen. Ihr dürft dabei sitzen bleiben. Nehmt mal alle ein Bein nach oben. Dann greift ihr mit der gleichseitigen Hand ans Knie und mit der gegenüberliegenden Hand oberhalb des Sprunggelenks. Wenn ihr hier am Fuß zieht, tut ihr euch irgendwann das Sprunggelenk weh. Oberhalb davon. Jetzt gebt ihr Zug hier nach oben und hier ordentlich eine Drehung rein und jetzt gebt ihr den Schub zur gegenüberliegenden Schulter. Ihr dürftet dann hier ungefähr einen stechend brennenden Dehnschmerz spüren, weil eure Piriformen allesamt fest sind. Genau, mitten im Arsch. Die Dehnung wird noch effizienter, wenn ihr dabei liegt. Hier ist das Bein noch angenähert. Wenn ihr das Bein also ausstreckt, im Liegen, so wie er das macht, wird die Dehnung umso stärker. Jetzt habe ich viele Leute, die sagen, ich mache doch im Yoga genau das. Die Leute machen im Yoga aber immer das hier. Und das ist einfach nicht das Gleiche. Damit drücke ich das ja weg, da dehne ich diesen Muskel nicht. Das hat nichts miteinander zu tun. Verwechselt das bitte nicht. Also, der Piriformis macht einfach gerne Probleme. Wenn ihr Ausstrahlung in die Beine habt, probiert das erstmal und dann geht zum Arzt. Wenn es nicht weggeht, geht zum Arzt, gerne. Dehnen, Minute halten,
andere Seite auch immer mitmachen. Nochmal eine Minute für jede Seite. Und dann guck mal, ist es schon deutlich besser geworden. Das ist wahrscheinlich nur eine Muskelverspannung. Dafür müsst ihr nicht zum Arzt. Wenn es danach noch da ist, ab zum Arzt. Dann könnt ihr euch ein Rezept holen, kommt in die Physiotherapie. Wir behandeln euch gern. Genau, typische Körperhaltung am Schreibtisch. Das Bild habt ihr heute schon dreimal gesehen. Was sieht man hier? Die Tischkante ist oberhalb der Ellenbogen. Die Leute kommen nach vorne, hängen immer näher ran. Ich habe es schon erklärt, gerade für mich war es zumindest immer so, beim Zocken, irgendwie man rutscht näher ran, man konzentriert sich. Und man kommt diese nach hinten Kippung, dadurch macht die hochzervikale Halsmuskulatur nicht mehr mit, die macht Probleme. Wir quetschen unsere Arterie, die hintere Hirnarterie. Wir provozieren den Vorstand für die Rückenschmerzen hier zwischen dem Schulterblatt. Der Rücken muss hier arbeiten, der Übergang, wenn wir uns nicht aufstützen, dann muss er halt nichts machen, auch okay. Und wir schieben unsere Bandscheibe nach hinten, richtig schön nach hinten. Das heißt, diese Position ist auf Dauer scheiße für den Körper. Aber das heißt nicht, dass ihr nie wieder so da sitzen dürft. Saumäßig bequem. Dürft ihr auf jeden Fall machen. Ich will, dass ihr euch bewegt. Ihr sollt auch nach vorne, ihr sollt zur Seite, ihr sollt in jede Richtung. Ihr sollt euch bewegen. Mein Anliegen wäre, dass wenn ihr lange Zeit vorm PC sitzt, dass ihr es hinkriegt, immer wieder eure Position zu wechseln. Hin und her bewegen. Drehungen mit reinnehmen. Zwischendurch mal aufstehen. Wenn ihr euch Twitch-Streamer anschaut, die haben immer wieder sowas, ja, bei 10 Subs oder so mache ich 20 Liegestütze oder sonst was. Könnt ihr euch angewöhnen. Wenn ihr am Zocken seid oder wenn ihr Code schreibt, dann alle 100 Zeilen oder alle 20 Zeilen macht ihr 10 Liegestützen. Oder was anderes. Eine von den Übungen, die wir heute durchgegangen sind. Tut euch auch alles gut. Ja? Wie sollte man also am Schreibtisch sich positionieren? Hier haben wir eine Dame, die das ganz toll vormacht. Wir haben einen Stehtisch und einen Sitztisch. Die Höhe des Tisches ist jetzt erstmal ziemlich irrelevant, weil jeder Mensch ist unterschiedlich groß. Die Frau sitzt aber auf einem ergonomischen Stuhl, der Armlehnen hat, sowie Rückenlehnen. Genau. Könnt ihr euch gerne abfotografieren. Der Bildschirm sollte mindestens einen halben Meter von euch entfernt sein. Sonst ist man auch einfach zu nah dran. Heutzutage, gerade wenn man größere Bildschirme hat, am Laptop ist es immer schlimm, da kommt man immer noch näher ran, weil man auch noch die Tastatur auf der Höhe hat. Die Arme sind ungefähr auf Tischhöhe, die Ellenbogen. Etwas nach vorne kann man gut schreiben, ohne dass man hier hoch muss und das Ganze halten. Die Frau kann zurückgelehnt entspannt arbeiten, kann sich aber auch nach vorne lehnen, kann sich in alle Richtungen bewegen. Genau. Also, versucht eure Arbeitsplatz mal ein bisschen zu gestalten. Der Monitor darf etwas nach oben gewinkelt sein und schiebt ihn etwas hoch, dass die Oberkante des Monitors ungefähr auf Augenhöhe ist. Jetzt kommen wir zur Fragerunde. Wir haben noch ein paar Minuten, um ein paar Fragen von euch zu klären. Ihr seid jetzt erstmal bombardiert mit Informationen, das ist okay. Aber wenn ihr noch Fragen zu euren spezifischen Problemen habt oder generell nochmal etwas aufklären möchtet, dann dürft ihr jetzt gerne nochmal fragen. Und schon gehen alle Finger hoch. Wir haben noch alle Rücken. Ja. Hallo. Hallo. Ich bin letztens umgezogen, habe jetzt einen etwas anderen Arbeitsplatz. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass mir hier hinten die Schultern extrem schnell verspannen. Mhm. Das hatte ich vorher nie. Ich weiß gerade nicht, wo genau das herkommen könnte. Ich glaube, das ist, weil der Stuhl meine Schultern so ein bisschen nach oben drückt. Könnte das sein? Das kann gut sein. Wenn deine Muskeln angenähert sind, dann kann das damit zusammenhängen. Guck mal, dass du deine Armlehnen vielleicht etwas absenken kannst. Dann musst du aber auch gucken, wie das mit dem Stuhl, also mit der Tischergonomie zusammenhängt. Wenn du deinen Arbeitsplatz so ungefähr gestaltest, dann tut dir das die ersten 2 Wochen saumäßig weh, überall. Weil das eine Haltungsumgestaltung ist, die man so nicht kennt. Das heißt also, es wird erstmal nicht besser, sondern es wird erstmal schlechter. Der Körper muss sich jetzt umgewöhnen und Muskeln benutzen, die er so nicht mag und das ist alles scheiße. Nach 2 Wochen wird es dann aber besser. Kann auch gut sein, dass ihr in der Zeit Kopfschmerzen kriegt und solche Sachen. Das heißt also, es ist nicht dran und alles ist weg, sondern braucht Zeit. Alles im Körper braucht Zeit. Das kann damit zusammenhängen, ja. Aber wie viel bewegst du dich zwischendurch? Wie lange sitzt du am PC? Wie lange arbeitest du verkrampft an deinen Projekten? Da vielleicht zwischendurch, versuch mal alle halbe Stunde kurz aufzustehen, 2 Minuten irgendwas zu machen. Das könnte dir wahrscheinlich auch schon enorm helfen. Gerade für die Schultern, so durchbewegen, das kleine Schulterprogramm, was wir gemacht haben. Super. So. Ich glaube, hier war in der Ecke. Ich komme hoch. Ja, danke für den Vortrag. Gerne. Ich habe im Knie Knorpel- und Meniskusschaden. Mhm. Das heißt, ich habe Probleme halt mit allen Dingen, die Drehmoment aufs Knie bringen. Das heißt, solche Übungen, so schön in die Hocke gehen und so,
da habe ich halt immer Bedenken, dass ich diese ausführe. Okay, wenn du einen Meniskusschaden hast, was du vermeiden willst, sind Rotationsbewegungen übers Knie. Das heißt, das Klassische, was ein Fußballer hat, das Knie, Fuß bleibt stehen, sie drehen sich hier schlagartig übers Knie und bewegen sich weg. Wenn du in einer Linie bleibst, hast du damit keine Probleme. Der Meniskus kann ein bisschen wehtun. Der darf auch wehtun. Das ist erstmal nicht schlimm. Du willst gucken, dass die Schmerzen im Rahmen bleiben, dass sie aushaltbar sind, dass sie nicht überhand nehmen. Wenn dein Meniskusschaden so stark wird, dass du sagst, ich kann wirklich gar nichts mehr machen, die tun vor allem weh beim Treppe runterlaufen und sonst was, versuch erstmal Muskulatur aufzubauen. Wenn das nicht funktioniert, dann musst du auch zum Arzt, dann kann es sein, dass du um eine OP nicht drum herum kommst. Aber solange du in einer Achse trainierst und diese Drehbewegung übers Knie vermeidest, solltest du da eigentlich gut mit zurechtkommen. Gut. Ich habe einen Haufen Monitore an meinem Schreibtisch und ich habe bis jetzt immer das Problem gehabt, dass wenn ich die Schreibtischhöhe richtig habe, dass die irgendwie zu tief hängen und ich die ganze Zeit runter gucke. Ich habe jetzt ein paar höher gehängt, sodass ich sozusagen alle, keine Ahnung, Minute, zwei Minuten mal hochgucken muss für eine Minute. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt zu hoch ist oder ob sowas auf Dauer auch schaden kann. Nee, die Sache ist die, du hast ja gesagt, du schaust ab und zu nur mal hoch und schaust nicht die ganze Zeit hoch. Die ganze Zeit so eine Position ist auch wieder scheiße. Wenn du sagst, okay, gut, hier, ich habe was, ich schaue dann hoch, check irgendwie was nach, schau was nach, irgendwie kontrolliere irgendwelche Daten, das ist in Ordnung. Dauerhaft, das ist zu hoch. Du solltest irgendwo sein, dass dein Hauptmonitor, der, auf den du dich hauptsächlich fokussierst, in etwa die Oberkante auf Augenhöhe hat oder ein Ticken höher. Genau das kommt mir aber zu tief vor. Das kommt dir zu tief vor? Ja. Okay, weil, also ich sag mal, leichtes nach unten schauen ist ja in Ordnung. Das kann dann gut sein, dass du halt da sitzt und hier reinhängst und dann fällt es nach unten schauen auch wieder schwer. Dann musst du etwas darauf achten, deine Halswirbelsäule aufzurichten. Wenn die also etwas nach hinten kommt, hier diese Übung, nach oben kommen, die hochzervikale Muskulatur trainieren, dann sollte es wieder besser werden, weil du wieder aufrechter bist. Guck, dass du an deiner Haltung arbeitest, Brustwirbelsäule aufrichten, weil dann wird das Ganze schwierig im Runterschauen. So wird die Sache wieder angenehmer. Super. Auf den Bildern sieht man jetzt ja einmal im Stuhl und einmal stehend. Wie ist es denn dann mit einem Sitzball? Ist es dann auch gut, also auch für längere Zeiten? Weil dann hat man ja, wenn man sonst steht und auf einem Sitzball ist, gar keine Rückenlehne. Genau. Wenn du einen Sitzball hast, dann hast du die ganze Zeit Aktivität. Du musst die ganze Zeit arbeiten. Dann musst du aber auch wieder daran bedenken, dass deine Muskulatur mit der Zeit überlastet wird, wenn du sehr, sehr lange drauf sitzt. Es ist nicht schlecht, dass du dich anlehnen kannst. Den Sitzball zu nehmen, mal für 1, 2, 3 Stunden, ist eine super Sache. Aber jeden Tag 8 Stunden da drauf, wird dir dein Körper auch wieder nicht danken. Okay, danke. Gerne. Ja, ich hätte mich zu Behandlung gefragt. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Man macht manchmal, man lässt zum Beispiel die Schulter kreisen und alles, Muskeln, Sehnen, Nerven, alles zieht über den Knochen. Und manchmal führt das dann zu Kopfschmerzen oder macht es besser. Also ich schätze mal, das ist so was Richtung verhärtete Sehnen, verhärtete Muskeln. Was ist da das Beste dagegen? Also Muskeln, Sehnen verhärten eigentlich nicht. Wenn du Kalkablagerungen da drin hast, das ist eine andere Geschichte. Verhärtete Muskulatur ist Inaktivität, Minderdurchblutung. Das heißt, das Beste, was du machen kannst, ist deine Muskeln mehr bewegen. Das heißt aber, die meisten Leute gehen von einer Unterbelastung in eine Überlastung. Das heißt also, ich mache die ganze Zeit nichts oder hänge hier nur am Schreibtisch und dann hebe ich einen Getränkekasten irgendwo hin. Das ist dann zu wenig zu viel. Du brauchst irgendwo eine mediale Belastung. Versuch auch wieder, hier unser Schulterprogramm, versuch das mit einzubauen und ohne Belastung überhaupt die Muskulatur zu fördern und damit wieder die Durchblutung zu fördern, dann werden die Muskeln wieder weicher. Das wird auch nicht von heute auf morgen besser, aber es wird mit der Zeit besser. Ja. Danke. Wenn ich mir diese Monitorhöhe quasi anschaue, ist das für mich gerade ein bisschen kontraintuitiv, weil würde das nicht dazu führen, dass man vermehrt nach unten schaut? Also ich habe zum Beispiel meine einfach quasi fast mittig gehängt, dass ich halt quasi mit der Auge quasi gerade auf die Mitte schaue und dann halt hoch und runter schaue. Oder ist es tatsächlich so, dass leicht öfter runterschauen oder den Kopf runtertun besser ist? Nee, du schaust ja nicht komplett runter. Dein Kopf hat eine leichte Neigung nach unten sowieso. Das ist die natürliche Haltung. Du schaust ja nicht komplett nach vorne, du schaust so ganz leicht nach unten. Wenn du sagst, es ist für dich höher, dann ist es vermutlich, weil du dazu tendierst, hier nach vorne zu kommen wieder mit der Brustwirbelsäule und dadurch dein Kopf hier wieder in einer unnatürlichen Haltung ist. Und dann willst du dich eher nach vorne orientieren. Guck mal, achte mal drauf, wenn du da sitzt, bleibst du aufrecht oder kippst du immer wieder rein? Du willst, dass deine Monitorhaltung dich dazu motiviert, dich aufzurichten.
Du musst da ja, wie gesagt, nicht die ganze Zeit drin bleiben, aber du willst, dass sie dich motiviert, eigentlich hier hinten zu kommen und auch, dass dein Kopf etwas nach hinten kommt. Wenn der nach hinten ist, deine Halswirbelsäule, dann schaut das auch eher ganz entspannt nach unten. Okay. Gut. Ich lege gerne, wenn ich am Schreibtisch sitze, meine Füße hoch und wollte fragen, ob du da vielleicht auch Tipps hast, was man beachten sollte oder auf was es ankommt. Na, also letztendlich ist das ja einfach Präferenz. Da hast du erstmal den Punkt letztendlich, hast du Probleme damit? Wenn ja, okay, wo tauchen die auf? Wenn nein, mach halt weiter. Es ist auch wieder dieses, du kannst deine Füße hochlegen, kannst ja wieder runternehmen, die werden ja nicht die ganze Zeit hochliegen. Du legst die, nimmst sie dann wieder runter, tust mal irgendwas. Ja, du kannst theoretisch deine Nerven sehr, sehr auf Spannung bringen, wenn du die ganze Zeit diese Position hast. Vielen Leuten ist ja auch nach einer langen Autofahrt, wenn sie immer hier sind, haben die dann Probleme. Das ist auch wie Füße hochgelegt, mehr oder weniger. Aber wenn du keine Probleme damit hast, mach weiter. Es muss für dich bequem sein. Wie gesagt, immer wieder bewegen ist alles kein Problem. Gut. Ich habe auf Instagram sehr viel Werbung dafür bekommen, für solche Schlaufen, wo man die Schultern durchtut, dass sie einen so nach hinten wieder aufrichten. Genau. Meinungen dazu? Letztendlich, was es damit macht, es forciert ja auch so ein bisschen eine pektorales Dehnung. Also der große Brustmuskel wird damit etwas gedehnt und die Leute werden hier aufrecht gehalten. Das Problem dabei ist, wir behandeln Symptome und keine Ursachen. Das heißt, die Leute werden künstlich hier aufrecht gehalten, dann kriegen sie Rückenschmerzen hier unten, weil sie hier die Muskulatur nicht nutzen, um da anzuspannen und hängen hier voll drin. Das heißt, die meisten Leute nehmen das, finden es cool und dann laufen sie so rum. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ich bin immer der Meinung, statt solchen Hilfsmitteln sind Übungen und Selbstübungen besser. Ich könnte auch ein Korsett anziehen, um meinen Rumpf zu stabilisieren. Wenn ich aber schon ein muskuläres Korsett habe, das aufzutrainieren, macht mehr Sinn. Das habe ich immer dabei, das ist deutlich bequemer und es funktioniert besser, weil es auch in Funktion und in Bewegung funktioniert. Deshalb, wenn du dein Pektorales aufdehnst, wenn du das mal 2 Wochen lang machst, jeden Tag, so wie wir es mit dem Türrahmen besprochen haben, hast ja bestimmt auch einen, dann wirst du vermutlich bessere Effekte erhalten als mit diesen Aufdehn-Dingern. Gut. Hallo. Danke für den Vortrag erstmal. Gerne. Ich habe eine Frage und zwar, also meine Haltung ist generell schlecht, okay. aber es brennt noch nicht. Also es ist noch nicht so, dass ich da irgendwie dauerhaft Schmerzen habe. Was ist denn, also ich würde es gerne abfangen, bevor es wirklich furchtbar wird. Kann ich denn da schon zu irgendeinem Profi gehen oder kann ich erst zu einem Profi gehen, wenn es halt wirklich weh tut? Ne, also letztendlich, das Problem ist ja, Physiotherapie, wenn du es selbst zahlen möchtest, kannst du jederzeit kommen. Ist ja alles gut. Wenn du es über ein Rezept abrechnen möchtest, musst du zum Arzt gehen, der Arzt muss dir das verschreiben. Dann hängt es ein bisschen davon ab, wie ist dein Hausarzt drauf. Wenn du ein gutes Verhältnis zu deinem Hausarzt hast und sagst dem, hey, Haltung macht mir ein bisschen Probleme, ich habe einen Bürojob, oder du jammerst bei dem mal ein bisschen, damit du ein Rezept kriegst. Du würdest gerne Physiotherapie machen, um da was vorzubeugen und sowas. Da sind die Krankenkassen eigentlich auch hinterher. Die wollen ja lieber, dass du einmal Physio machst, anstatt dein Leben lang. Ist günstiger für die. Okay. Von daher, wenn du bei deinem Arzt ein bisschen jammerst, solltest du auch ein Rezept kriegen. Und dann geht das auch. Du kannst damit natürlich auch zum Physiotherapeuten. Wir machen sehr viel funktionelles Training und auch sowas. Genau. Ja, hallo. Ich sitze gerne so im 110-Grad-Winkel, also ein bisschen nach hinten gelehnt, auf einem ergonomischen Stuhl. Das führt aber dazu, dass ich so ein bisschen in die Schildkrötenhaltung gehe. Wirkliche Probleme habe ich damit nicht, aber im 90-Grad-Winkel sitzen ist auch irgendwie unangenehm. Da kippe ich dann tendenziell eher nach vorne. Mhm. Hast du Tipps, Meinungen, Ideen? Wenn du nach vorne kippst im 90-Grad-Winkel, beziehungsweise du willst hier nach hinten, dann kann es gut sein, dass gerade dein Psoas verkürzt ist, der Muskel, über den wir geredet haben, ja? Und der dann einfach unangenehm ist. Das heißt, du kippst dir nach hinten, um da etwas ins Hohlkreuz reinzukippen und dann ist die Haltung angenehmer, weil du hier einfach mehr Stabilität hast. Vorne bist du instabil. Wenn du den aufdehnst, könnte das besser werden. Ansonsten ist es ja auch in Ordnung, dass du weiter nach hinten gelehnt bist. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Das Wichtige ist, lasst euch nicht einreden, dass ihr irgendwie kaputt seid oder dass irgendwas problematisch ist, weil jeder Mensch ist ganz anders und jeder Mensch funktioniert anders. Und deshalb müssen wir auch jeden Mensch auf sich selbst anpassen. Und wir können niemanden in ein Schema reinquetschen, in einen Status quo von wegen, das muss so sein. Und wenn es für deinen Körper besser ist in 110 Grad, dann ist es okay. Aber dein Hals, wenn der permanent hier vorne ist, wird er früher oder später Probleme machen. Da kannst du dann versuchen, ob du deinen Monitor höher legst, weil du ja etwas nach hinten bist, dann muss der Monitor theoretisch höher, dass du dann auch aus der Position eher drauf schauen kannst. Weil wenn du hier hinten bist, musst du den machen, um runterzuschauen. Wenn er dann höher ist, richtest du dich automatisch auf.
Ich habe mal eine Frage zu den, also generell zu diesen Bildern. Ich habe natürlich so auch schon oft gesehen und das ist dann oft so, dass die Ellbogen eben auf diesen Armstütze liegen. Mhm. Ich habe es jetzt gern so, ich sitze gern relativ tief in meinem Schreibtisch und habe quasi die Ellbogen auf dem Tisch mhm. drauf. Kann das irgendwas schlimm machen oder ist das besser, wenn man so? Das ist gar kein Problem. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ich persönlich sitze auch gerne. Ich mache die Armlehnen an meinen Stühlen eigentlich immer ab und sitze dann nah dran. Ich habe auch so einen Übereckschreibtisch, wo man dann halt reinkommt und dann da wirklich drin ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Guck da nur, dass du da nicht zu viel tief drin hängst. Er hat es vorhin angesprochen, dann hängst du hier drin, macht auch wieder Probleme. Guck, dass du hoch genug sitzt, dass du da genug Freiheit hast und dann sollte das kein Problem machen. Ich wollte auch noch mal fragen, was für Sportarten denn empfehlenswert werden, einfach um generell die Muskeln zu trainieren und sowas vorzubeugen. Gibt es da irgendwas, was man gut machen kann, außer den Dehnübungen? Das Wichtigste, also wir haben ja einige Kräftigungsübungen hier auch mit drin gehabt. Wir haben jetzt einfach nur ein kleines Heimübungsprogramm, was man sich gut merken kann, was einfach zu machen ist. Ja? Das Wichtigste, was du machen kannst, ist dich irgendwie bewegen und du musst Spaß an der Bewegung haben. Wenn du einen Sport machst, der dir keinen Spaß macht, wirst du ihn nicht lange machen und einfach auch nicht gut. Deswegen musst du was finden, was dir Spaß macht. Fitnessstudio ist eine super Sache, da kann man sehr gezielt auf die Dinge eingehen. Nicht jeder hat Bock, sich einen Trainingsplan zu erstellen oder einen erstellen zu lassen und dann speziell auf diese Dinge auch direkt einzugehen. Fitnessstudio wäre natürlich optimal, um auf deine Probleme hinzutrainieren. Aber du kannst verschiedenste Sportarten machen. Ob das jetzt Basketball ist, Volleyball, ob du Kraftsport machst, ob du schwimmen gehst, alles in Ordnung. Schwimmen ist natürlich immer eine tolle Sache, Ganzkörpertraining, ohne Gewicht, ohne Aufschlag oder sowas. Ich würde euch nur nicht empfehlen, ich habe Rückenschmerzen, ich gehe jetzt joggen. Dann hängt ihr nämlich hier drin und dann macht ihr die ganze Zeit das da. Und haut euch immer wieder in den Rücken rein. Joggen gehen will wohl überlegt sein, langsam da rantasten, erstmal ein bisschen walken gehen, wenn man das machen möchte, mit kleinen Episoden vom Joggen zwischendrin. Ja. Und es baut auch keine Muskulatur auf. Also wenig. Weil es ja Ausdauertraining ist, kein Krafttraining. Ich würde sagen, das ist dann jetzt auch die letzte Frage. Okay. Hallo. Ich habe mein Leben lang Sport gemacht und es hat auch immer Spaß gemacht. Bis auf den Beinbruch bei Judo. Aber ist Geschichte. Und mein Beruf als Schornsteinfeger hat mir jeden Tag eine mittlere Bergtour verpasst, was gut war. Ich bin allerdings davon abgekommen, mit Gewichten großartig zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, die Belastung mit Gewichten kann nach hinten losgehen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man es zu Hause macht und ohne Trainer oder Trainerin oder Anleitung. Was ich jetzt im Alter von über 60 entdeckt habe und was ich wirklich eine spielerische Art finde, wie man sich sportlich betätigen kann, ist Buhl. Ich habe es nicht verstanden, nochmal bitte. Buhl. 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 Okay. Man sagt hier in Deutschland immer Boccia, aber ja. Boccia ist die italienische Variante mit einer Holzkugel. Und Buhl sind Eisenkugeln mit Gewichten, genormt alles. Und man stelle sich einen französischen Marktplatz vor oder Dorfplatz, wo zur Nachmittagszeit auch ältere Herrschaften, Damen wie Frauen, also jedes Geschlecht, jedes Alter, spielen am Nachmittag meistens Buhl. Mhm. Man muss sich bücken, um die Kugel aufzuheben. Es gibt auch Magnete an Seilen, die das ein bisschen vereinfachen. Aber kannst du bitte zum Punkt kommen, Time's up. Einfach die letzten drei Worte. Okay, also ich finde, Buhl ist eine spielerische Art, um sich zu bewegen und fit zu bleiben. Ja, okay. Dazu noch kurz zwei, drei Worte von mir. Krafttraining kann nach hinten losgehen, wenn man sowieso schon viel Sport macht und dann noch einen sehr körperlich anstrengenden Beruf hat, kann es sein, dass der Körper überlastet wird. Da muss man natürlich dann schauen, okay, ich habe da Probleme und dann muss man vielleicht auch mal mit einem Profi reden und schauen, wie das angeht. Dann würde ich nicht versuchen, maximale Krafttraining irgendwie zu Hause zu machen, aber in einem Bereich von Heimhanteln, also ich sag mal so diese 2-3 Kilo Hanteln, die man überall kriegt, ist es eigentlich kein Problem. Aber jede Sportart, die dir Spaß macht, wenn du sagst, die macht Buhl Spaß, und es tut dir gut, mach weiter damit.
Das ist natürlich für jeden, wie gesagt, man muss das finden, was für einen gut ist und einem gut tut. Von daher auch vielen Dank dafür. Dann, die Zeit ist vorbei. Ich bedanke mich nochmal vielmals, dass ihr alle da wart. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich möchte nochmal hervorheben, er ist heute um 12 Uhr das erste Mal auf die GPN gekommen. Das ist seine allererste Chaos-Veranstaltung. Und dann hat er gleich einen Talk gemacht. Also...